Ein ganz liebes Hallo aus dem Kindergarten. Die Roxana und ich, wir haben heute eine besondere Tüte in der Hand oder dabei. Ihr wundert euch bestimmt, aber ab Montag, den 4. Mai, hängen draußen bei unserem Kindergartenzaun für euch, für jeden eine so eine besondere Tüte. Und die darfst du mit Mama und Papa dort holen. Aber ihr wisst ja, dass es gerade so eine besondere Zeit ist und ihr denkt wieder gut dran und Mama und Papa denken bestimmt auch wieder gut mit dran, dass man, wenn man die Tüte sich abholt, an den Abstand halten und einfach sich die Tüte holen und schnell wieder mit nach Hause nehmen, die Tüte, weil dann wird es spannend. Was in der Tüte nämlich ist, ist was zum Basteln und das zeigen wir euch heute. Es ist nämlich ein besonderes Geschenk für Mama und Papa, weil bald ist Muttertag und Vatertag. Und wir können es leider nicht zusammen miteinander basteln im Kindergarten und deswegen haben wir euch die Tüte gepackt. Diesmal ist es so, ihr bastelt es mit Mama und Papa. Ich mach's mal auf und dann geht's nämlich auch schon los, weil die Roxana zeigt euch mal den ersten Teil von der Überraschung für Mama und Papa. Ist aber spannend. Hier haben wir die Sachen, die zum Ausschneiden sind. Es soll ja ein Häuschen werden, ein Haus mit Gewürze oder du kannst etwas einpflanzen. Wir schneiden das immer schön an die Linie entlang. So, da haben wir noch ein größeres Teil. Schneiden auch schön an. Das weiter und hier gibt es noch ein kleines Teilchen. Schneiden auch schön. Mama und Papa wird dir bestimmt beim Schneiden ein bisschen helfen oder du auch alleine. So. Super. Jetzt bin ich wieder dran. Und die Roxana hat es ja jetzt wieder blitzgeschnitten. Du darfst dir ruhig Zeit lassen und in Ruhe das Schneiden. Jetzt geht es nämlich ans Zusammenbauen. Die Roxana hat schon verraten, das wird ein Häuschen. Und ein bisschen erkennst du es bestimmt schon, das Dach und die Hauswand. Und jetzt kommt das Grüne, wird nämlich der kleine Garten vor dem Haus. Und dazu musst du das ganz gut falten. Ich zeig dir dann mal nochmal, ich heb's dann hoch, dass du es besser sehen kannst. Dann ist es wie eine kleine Schachtel. Und dann hat es an der Seite nochmal kleine Kanten zum Umknicken. Weil da müssen wir dann noch den Kleber drauf streichen, dass der kleine Garten auch wirklich gut zusammenhält. Und die Roxana hat schon gesagt, in dem Garten, da wachsen ja auch immer schöne Blumen oder Kräuter oder auf jeden Fall was Grünes. Und da zeige ich dir dann, wo man das reinsehen kann oder reinpflanzen kann. Wenn du das alles so geknickt hast, dann brauchst du einen Kleber, egal ob das ein Klebestift ist oder ein Flüssigkleber. Da guckst du mit der Mama oder mit dem Papa zusammen. Und dann, ich hoffe, du siehst es gut, muss man das so gut zusammenkleben.
bisschen halten, dass es nicht auseinanderrutscht. So, oh, da geht's wieder auf jetzt. Bisschen halten und dann. Das ist der kleine Garten vor deinem Haus. Und dass es noch ein bisschen schöner aussieht für Mama und Papa und auch für dich, weil du ja der Bastler bist, ist da eine kleine Schleife dabei. Da brauche ich jetzt mal die Roxana, ist jetzt meine Mama-Helferin. Die muss mir nämlich ein bisschen festhalten, dass das Band nicht abhaut. Und dann kann man da vorne eine kleine Schleife oder einen kleinen Knoten machen. Super, danke. Und dann sieht es, ist der Garten sogar ein bisschen geschmückt mit dem Band. Jetzt müssen wir das Haus zusammenbauen. Als erstes kleben wir mal das Dach drauf. Wenn man einen kleinen so einen Klebestreifen macht, Klebestrich und Hausdach festkleben. Dann braucht es noch den Schornstein. Und du darfst dann noch, weil so wäre das Haus ja ein bisschen langweilig, dann kann keiner rein und raus gehen und rausschauen und rauswinken. Du darfst noch da drauf malen, was dein Haus braucht. Vielleicht eine Haustür und Fenster, vielleicht hat es noch Ziegel, alles was da drauf soll. Und wenn du das dann gemacht hast, rockst nochmal Kleber an der Unterseite vom Haus. Dann kannst du hinten dran dein Haus an den Garten kleben. Muss man da ein bisschen halten und warten. So ein bisschen mehr Kleber oben dran. So. Jetzt hält's. Ich halte es noch ein bisschen fest. Und jetzt ist noch eine kleine Schale in deiner Tüte mit dabei gewesen. Die passt nämlich in den Garten. Und jetzt kannst du mit der Mama oder mit dem Papa oder mit beiden Erde reinmachen in die Schale oder ein bisschen Watte. Und dann am schnellsten wächst, wenn du ein bisschen Kresse reinmachst und es jeden Tag gut gießt und an die Fensterbank stellst. Die Roxana und ich, wir wünschen dir ganz viel Spaß mit dem Häuschen und natürlich auch für Mama und Papa ganz viel Spaß beim Basteln und dann beim Zuschauen, wie es wächst.